Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grünen sind in Sorge um unsere Innenstädte, zumindest wenn man dem vorliegenden Antrag Glauben schenken darf. An der Politik, die Sie betreiben und propagieren, merkt man davon allerdings nichts. Bereits im Jahr 2019, also kurz vor Beginn der Corona-Politik, haben wir das Thema im Kommunalausschuss ausführlich besprochen und eine ebenso ausführliche Expertenanhörung durchgeführt. Aber wir stehen kurz vor der Landtagswahl und da muss man die alte Soße, Herr Remmel, halt dann nochmal aufkochen. Das könnte man ja noch irgendwie hinnehmen, wenn es nicht die grüne Politik wäre, die den Innenstädten besonders zusetzt. Das war in der Anhörung, in der ersten und in der zweiten, klar vernehmbar. Die Branchenvertreter, IHK, Handelsverband und so weiter haben ihn unmissverständlich ins Stammbuch geschrieben, dass es insbesondere auch ihre autofeindliche Politik ist, die sie gemeinsam mit ihren Brüdern im Geiste in den ganzen anderen Fraktionen veranstalten, die ein schwerer Klotz am Bein der Einzelhändler ist. Klare Aussage an der Stelle, über 60% unserer Ware verlässt die Stadt in einem Kofferraum. Und das, Herr Ritter, ändern übrigens auch keine Radschnellwege. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten sich die CDU eigentlich mittlerweile befindet. Bei mir in Köln kann ich das sozusagen hautnah beobachten. Die schwarz-grüne Ratsmehrheit feiert sich regelmäßig in Pressemitteilungen dafür, wenn sie mal wieder irgendwo Parkplätze abschafft oder ganze Fahrspuren und Straßenzüge für Autofahrer blockt. Aber gut, das fällt den schwarzen und grünen Ratsherren selbst vermutlich nicht so auf, denn die parken natürlich kostenlos in der Ratsgarage mitten in der Innenstadt. Das reicht ihnen aber noch nicht. In den beiden letzten Jahren haben sie den Einzelhändlern dann die nächsten Mühlsteine um den Hals gehängt. Lockdowns und zuletzt 2G, Maskenpflicht und Beschränkungen für alles, was die Menschen so in die Städte zieht oder wie es die Fachleute nennen, Frequenzbringer. Weihnachtsmärkte, Gastronomie und Kultur. Das alles wirkt, wir haben es gerade schon gehört, wie ein Brandbeschleuniger auf die Branche, der sich der ausbreitende Onlinehandel der Amazon und Co. ohnehin schwere zu schaffen. Anders als die Grünen und manche andere offenbar meinen, ist die Branche aber keineswegs totgeweiht. Das wäre es zumindest nicht, wenn man sie ihr nicht aus den eben genannten ideologischen Gründen künstlich Schwierigkeiten bereiten würde. Online heißt zwar Wettbewerb für die Händler, aber die cleveren Händler haben sich darauf eingestellt oder sind gerade dabei. Ein Gutteil der Kunde möchte eben nicht nur auf einem Bild auf dem Monitor sehen, was er gerade kauft. Er möchte es vielleicht anfassen, anprobieren oder ausprobieren und das alles in einem Erlebnis eingebunden haben. Gerade im Weihnachtsgeschäft, zumindest in normalen Zeiten, lässt sich das immer gut beobachten, obwohl viele Städte da bis zum Anschlag gefüllt sind und man von einem komfortablen Einkaufserlebnis kaum noch sprechen kann, kommen die Leute wegen der Stimmung, wegen dem Weihnachtsmarkt, weil man im Anschluss noch was essen geht oder durch die Kneipen zieht. Das können Amazon und Zalando übrigens nicht verschicken und genau deshalb steigen diese Online-Giganten umgekehrt inzwischen auch in das stationäre Geschäft ein. Nur wenn Sie dieses Einkaufserlebnis eben zu einem Spießrutenlauf machen mit gesperrten Straßen, Verkehrsberuhigung, endloser Parkplatzsuche, teuren Parkhäusern und anschließender Impfstatuskontrolle an jedem Ladeneingang oder viel schlimmer noch, wenn Sie die Kunden markieren, um ihren Impfstatus anzuzeigen, dann machen Sie dieses Erlebnis halt kaputt. In Wahrheit, liebe Grüne, Herr Remmel, geht es Ihnen ja auch nicht wirklich um unsere Innenstädte, zumindest nicht so, wie wir sie kennen und lieben. Sie wollen wieder mal eine künstliche Transformation voranbringen und das schimmert ja auch bei dem Antrag durch. Aus den Innenstädten soll, wenn man Herrn Remmel so schwärmen hört, irgendwie so eine Art gender- und klimagerechtes, multikulturelles Wolkenkuckucksheim werden und nicht mehr das, was sie eben seit Jahrhunderten sind und waren, Orte des Handels. Da gehen wir nicht mit, meine Damen und Herren, unsere Innenstädte und die Menschen, die dort leben und vor allem auch arbeiten, sind keine Versuchskaninchen für Ihre Wunschprojekte. Und wenn Sie es ernst meinen, meine Damen und Herren, und lebendige Innenstädte erhalten wollen, dann stimmen Sie gleich dem nächsten Antrag zu, der gleich folgt und der den Einzelhandel von den sinnlosen 2G-Regeln befreit. Insbesondere natürlich die FDP, die ja am Wochenende in der Zeitung schon erklärt hat, dass sie das genauso sieht wie wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pritzschler.